Und hat die Nachricht von der Erschießung durch die Kundex sehr geschockt und unglaublich wütend gemacht. Die steht jedoch in einer bestimmten Linie. Mariam Saar, Dennis J., Dominique Kumadio, Laia Conde, Uri Diallo, Sliman Hamade, Christi Kundex. Der tödliche Rassismus der deutschen Polizei ist seit langem bekannt, mit in regelmäßigen Abständen unter Beweis gestellt und von Regierung und Justiz toleriert. Wir verurteilen Christi Kundex Erschießung aufs Schärfste, fordern eine umfassende Aufklärung der Todesumstände und die Bestrafung der Täterinnen und MittäterInnen. Wieder mal haben die Bullen geschossen und schreien hinterher Notwehr. Sie benutzen die altbekannte Strategie, sich selbst als Opfer der Situation darzustellen und damit von ihrer TäterInnenschaft abzulenken. People of Color können sich in Deutschland nicht frei bewegen und sicher bewegen. Abgesehen von den scheiß Nazis leben fast alle Weißen, ohne sich als Teil rassistischer Herrschaftsstrukturen zu sehen. Weiße sind zu unkritisch gegenüber ihren eigenen Rassismen. Dieser rassistische Konsens in der weißen deutschen Gesellschaft macht rassistische physische Gewalt erst möglich. Es gibt keine neutrale Position. Denken, Mensch hat nichts damit zu tun, heißt stillschweigend rassistische Strukturen mitzutragen.